Peace, Leute. Anderes Thema, das ich heute nochmal anbringen wollte, ist einfach das Geld. Geld. Die Leute schauen immer nur aufs Geld, achten viel aufs Geld und ich denke, Geld wird dann auch viel als Ausrede dazu rangezogen, nicht gesund zu sein. Oh ja, gesunde Ernährung, gesunden Körper, ich brauche Geld, sonst kann ich das Ganze nicht umsetzen, sonst kann ich mir die tollen Sachen nicht kaufen, dann kann ich mir keine Superfoods kaufen, dann kann ich mir dies und das nicht kaufen. Ich denke, es wird einfach gerne als Ausrede, beziehungsweise oft ist es auch einfach Unwissenheit. Die meisten Leute denken halt, man braucht irgendwelche tollen Super-Wundermittel für seine Gesundheit. Dabei sind es einfach die einfachen Dinge, die einen wirklich weiterbringen. Und ich wollte mal einfach ein paar Punkte anbringen. 5 Punkte, die völlig umsonst sind auch und die man einfach für seine Gesundheit oder auch die einem einfach das Leben wirklich erleichtern und dass man wirklich einfach die besten Dinge sind, meistens umsonst. Man kann wirklich alles umsonst in der Natur oder in der Gesellschaft kannst du auch so viel umsonst haben. Und deswegen habe ich eben jetzt mal 5 Punkte, wofür ich kein Geld brauche, die mir aber wirklich weiterhelfen für meine Gesundheit, für mein Leben. Und ja, als ersten Punkt einfach das wenig Essen, kostet nichts, ich spare sogar noch Geld dabei. Ich spare Geld und werde gesund. Was gibt's Besseres? Ganz klar, Nummer 1. Punkt 2 ist dann einfach Bewegung, Sport. Auch völlig umsonst, das Beste, was ihr machen könnt. Körperübungen, im Körpertraining, Atemtechniken, ja. Und das Ganze könnt ihr euch, was mich dann gleich zu Punkt 3 bringt, Informationen ganz einfach aneignen. Ihr kriegt alle Informationen und wirklich gute Informationen völlig umsonst. Ihr könnt in Buchladen gehen, geht in Hugendubel, ihr könnt den ganzen Tag Bücher lesen, ihr könnt in eine Bibliothek gehen, ihr könnt euch jedes Buch ausleihen, meist völlig umsonst oder vielleicht ein bisschen Bibliotheksbeitrag. Gesundheit, Informationen müssen kein Geld kosten, es ist doch nur meistens wollen die Leute das Geld für ein Buch ausgeben, weil sie es dann irgendwie auch besitzen wollen und daheim sich hinstellen wollen und schön ausschaut oder was auch immer. Aber ihr könnt euch auch alles völlig umsonst aneignen. Wenn ihr euch das für euch macht dann, und nicht für irgendeinen Status oder was auch immer, dann braucht ihr das auch nicht besitzen. Und ihr könnt euch jedes Buch einfach umsonst lesen. Und ja, YouTube genauso, genau das gleiche. Ihr könnt euch Tutorials zu jedem speziellen Thema anschauen. Es gibt im Internet gibt's auch viel Mist, aber ihr könnt euch auch wirklich gute Informationen holen und euch einfach kostenlos informieren. Ihr braucht ja nicht mal einen eigenen Computer dazu. Geht in irgendeine Bibliothek und hockt euch an den Computer. Dann kriegt wirklich alles umsonst und ja, ihr könnt euch auch umsonst in Vorlesungen reinhocken. Da hocken ein paar hundert Studenten, es interessiert keinen, wer da drin hockt. Die Vorlesung findet statt, nur weil jeder dann immer den Titel will und sein Studium dann anerkannt haben will. Für mich ergibt sowas keinen Wert mehr. Ich gehe dann in eine Vorlesung, die mich interessiert, höre mir die selber an, aber ich lerne nicht für irgendjemand anderen, für irgendeinen Titel. Und ja, 4. Punkt ist einfach Einfachheit, Simplicity, die einfachen Dinge bringen einen einfach viel weiter. Wenig essen, einfach essen, Mono essen, die einfachen Dinge bei einer Sache bleiben, auf eine Sache konzentrieren, allgemein. Nicht ständig diese Reizüberflutung zu haben, man kommt so viel besser zurecht. Ja, und ihr als letzten Punkt einfach zurück zu den Wurzeln, yeah, back to the roots, einfach eben auf die Natur schauen, wie macht es die Natur, aus der Natur lernen, ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Ja, das waren meine 5 Punkte dazu
zu dem Thema Geld und wer meint, er kann sich Gesundheit nicht leisten. Ich sehe das eher als Ausrede, oft auch Unwissenheit. Aber ja, Gesundheit muss auf keinen Fall Geld kosten, ganz im Gegenteil, die besten Dinge sind meistens umsonst. Ja, das wollte ich euch ans Herz legen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.